Und die haben nur ein Messer. Wir versuchen uns hier mal durchzuschleichen. Ja, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Nur mit einem Messer bewaffnet. Ja, Katastrophenhilfe. An die Wand mit dem wahrscheinlich, oder was? Boah, da ist einer. Oh, schau nicht runter, Alter. Ja, geh auf Sterben, Alter. Das wird wohl die Map Epizentrum sein. Versammlung oder was? Das ist doch der Kerl, oder? Boah, jetzt so ein Messer in den Rücken werfen, dann ist alles vorbei. So, da krabbeln wir mal durch. Boah, Alter, das ist so knapp. Soll ein bisschen leiser sein. Oh, geh doch weg, blöde Ratte, ey. Geh weg. Geh weg. Komm. Mahlzeit. Mich jetzt nicht auf, Mann. Bewegen. Tür öffnen. Oha. Leise. Vorsichtig. Oh, Mann. Das war nicht geil. Flashlight aus, Mann. Oder doch anlassen. Es war vielleicht nicht so cool, dass er jetzt so früh schon zur offenen Konfrontation kommt. Lol, scheiße. Okay, wir versuchen jetzt nochmal leise anzugehen. Mal gucken. So, den erledigen wir jetzt mal schnell. Warum? So, Messer. Leise. Okay. Also es wäre kein Unterschied gegeben. Das wäre wohl kein Unterschied. Weil er hat wenigstens Schalldämpfer, das ist vorteilhafter. Kann ich das? Doch, ich kann das Flashlight ausmachen. Mehr Granaten? Ja, drei, okay. Mal das. Ja, lad mal nach. Die AEK ist das, glaube ich. Boah, da wird eine Granate geworfen. Nicht cool. Okay. Wo bist du? Komm raus. Du mit deiner Schrotflinte. Geh sterben. So, Munition einsammeln. Oha. Sind ja immer noch mehr Gegner. Ich lasse jetzt mal vorbei. Oder soll ich sie mir holen? Ich hole ihn einfach. So, das waren jetzt drei. Es gibt hier keine. Alles klar. Und hinlegen. Ich
geschlagen. Beseitigen Sie alle Feinde in der Nähe. Alle. Oha. Oh mein Gott, das sind viele. Ich glaube, wir machen jetzt mal ein bisschen leise. Auch immer so Konfrontationen verhindern, wenn es geht. So, hier ist einer. Nicht nur einer. Lol, durch das Auto haben sie mich gesehen, oder? Ja, bestimmt. Egal. So, das packen wir jetzt auch noch. Ich weiß, es ist nicht so cool, hinter einem Auto zu stehen, das beschossen wird. Boah, was ist denn das? Aber wir machen es jetzt einfach mal. So, vorrushen. Okay. Weiter geht's. Hier ist noch wer. Wer will noch was? Komm, wer will noch was? Da war doch wer. Bist du hin? So, was ist hier? Bewegen. Ah, okay, eine Trigger Point. Nein. Oh Mann. Ich geh jetzt. Alter, jetzt spielst du oder spielst du nicht? Entscheid dich mal. Genau. Die sterben. War jetzt nur einer? Ich hab eine Granate geworfen. Werf die einfach mal zurück. Nachladen. Und weiter geht's. Oh, Munitionskisten. Sehr gut. Da bist du. Okay. Weiter geht's. Durch den Bus. Boah. Oha. Was war das denn für ein... Das war eine Scheißaktion von dir. Wir gehen jetzt einfach mal raus, wenn es geht. Nee, geht nicht mehr, okay. Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. So, weiter geht's. Kann man hier durch? Ja, man kann hier durch. Okay. Irgendwas fällt hier gerade um. Das ganze Haus. Oh Mann. Und durch, schnell. Hier waren wir doch auch schon. Ich glaube, wir bewegen uns immer hier. Boah. Immer so im gleichen Terrain. Glaube ich sogar, ja. So, wir kämpfen uns, glaube ich, zu unseren Kumpels vor. Da geht's lang. Keine Bewegung, du Pisser, Hände hoch! Ich gehöre zu dir. Blackburn, was bin ich froh, dich zu sehen. In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Ja, gute Ansage. Einfach nur weg hier. Misfit, hier Misfit 1-3. Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne diese Scheißgebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Oh ja. Ich hab dich hier. Komm. Coole Sache. Los geht's. Laut Milnet gibt es in der ganzen Stadt Krawalle und, halt dich fest, einen Coup im Iran. Gesponsert von unseren freundlichen Nachbarn, der PLA. Sieh mal. Ja, geil. Und wir rushen hier einfach durch. Boah. Bin wieder angeschossen. Was? Yeah, jetzt kann man wieder mit Gewehren rumschießen. Das gefällt mir auch immer. Das ist richtig cool. Ach, alles, was sich bewegt, wird geholt. Weg mit dir. Du auch. Weg. Die Ospreys kommen. Ja. Coole Sache. Soll ich jetzt raus oder so?
Ja. Panzerfaust. Gar nicht gesehen. So, steig aus. Zum Osprey, komm. Raus mit dir. Soll ich rausgehen? Ah, da sind noch Gegner. So, weg. Wow. Das war jetzt heftig. Und ab geht's. Los. Schnell. Rushen einfach durch. Danke, Kumpel. Ich hab dich, Kumpel. Und weg hier. Das haben wir nochmal gut gemeistert. Einfach nur weg aus der Gefahrenzone. Ah, ich sehe Flugzeuge auf der Jagd. Das ist noch ein sehr schönes Level. Also was ich so gelesen habe, soll das eigentlich so das geilste, also die geilste Mission sein, sagen wir mal so. Finde ich auch ganz nice. Unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Farouk al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen. Sie werden zu einer Bedrohung. Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines, um al-Bashir auszuschalten. Wir ziehen im Iran in den Krieg. Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teheran. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenne ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf al-Bashir. Jetzt wird geflogen. Fällt mir da noch ein. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Drohnenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten, aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo al-Bashir ist. Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Das will ich hoffen. Das war so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zugkneif-Skala. Rein da. Haube zu, okay? Haube zu. Haube zu. Links. Passt. Passt. Läuft. Was? E, okay. Okay. Eins. Funktioniert. Sieht gut aus. Check Raketen. Zwei.
Michael Ayers. Auf geht's. Und ab geht's in die Lüfte. Das sieht auch wieder richtig geil aus, das Wasser, vor allem. Die Scheibe ein bisschen zerkratzt, aber läuft. Dann haben wir hier zwei Waffen also zur Auswahl und Flares. Auch die Kondensstreifen hinten einfach richtig geil gemacht. Primärwaffe. Was liegt denn da? Eine Rakete, okay. So. Wo sind die Gegner?